So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Project Highrise. Und wir sind ganz fleißig dabei, uns hier oben in zwei verschiedene Richtungen abzuspalten und zu teilen und zu trennen. Denn ab jetzt geht es nämlich unterschiedlich voneinander weiter nach oben mit jeweils nur noch einem Fahrstuhl. Treppenaufgang haben wir gar nicht mehr, den mussten wir leider abschaffen wegen Hotel, die Lumpe, bla bla, habt ihr nicht gesehen. Ist ja auch real, hier sind alle Büros übelst am Abranzen. Guck mal, ekelhaft. Haben sie wieder Abrissparty gehabt, ne? Quartal zu Ende, die Zahlen stimmen, dann wird richtig gesoffen, der Champagner an der Wand geschmiert. Ach toll, ist ja schlimmer als bei den Hotelzimmern. Wollen wir da mal vorbeigucken, was hier Phase ist? Die Men in Black stehen hier rum, ja? Da, alles klar, guck hier. Ja, yeah, die kassieren, die gucken, was war denn das hier? Ich wollte schon sagen, hier ist alles voller Geld, aber hier sind so, na, Müllsäcke halt. Nee, ohne Quatsch, Leute. Die Hotelzimmer sehen sehr, sehr vorzeigbar aus. Ne, hier waren ja stellenweise, sahen die aus wie mit Fäkalien verschmiert und andere Dinge. Wollen wir ja nicht weiter drüber reden. Ja. Naja, weiter geht's. Und zwar wollen wir hier oben erstmal weiterbauen. Wir können noch ganz exakt 10 Stockwerke. Ja. Machen wir auch. So, und zwar legen wir los. Wir haben fast 1 Million zusammen. Wir verdienen 73.000 am Tag. Voll geil. Richtig geil. So, ich hätte gesagt, hier drüben machen wir Apartments. Ja, bis 75 erstmal. Fahrstuhl. Dass sie hier auch reinkommen. Wir müssen erstmal gucken und planen, wie wir hier überhaupt klarkommen. Mit der ganzen Versorgung und sowas. So. Bedenke, Abfall muss ja auch noch rein. Und da bleibt nicht mehr viel Platz für irgendwas anderes. Hier wird dann quasi die High Society wohnen. Ja. Aber die haben alles, was sie brauchen. Die haben was zum Einkaufen, die haben hier was zum Fressen jeden, ne? Also Restaurants und so, alles am Start. Wenn die Mieter Kinder haben wollen, schicken sie die in den Keller. Passt doch. Eigentlich ist das eine Stadt, die von unten nach oben wächst. Wir haben so einen Eisenbahnanschluss, Casino. Hotels. Alles. Wir haben alles. Wir haben sehr Geld. Ja, ja. Das ist schon echt nicht schlecht. So. Wir müssen die Sache mal beschleunigen, dass wir anfangen mit Bauen. So. Wollen wir parallel dazu auch gleich die Büroschicht hochziehen, oder? So hätte ich gesagt, oder? Dann machen wir hier drüben das gleiche. Dann kommen sie da nämlich auch überall hin. So, und Wasser. Jetzt ist natürlich das Ding. Wir könnten jetzt hier alles voll machen mit ganz kleinen Büros. Wäre von den Anforderungen am besten. Von den Mieteinnahmen echt schlecht, weil wir müssen richtig ranhauen, weil wir machen gerade doppelte Ausgaben. Renovierung 27.000. Alter. Hohoho. 27.000, Leute, das ist echt eine Nummer. So. Jawohl, geht doch super. Und sind noch nicht alle Apartments unter uns hier vermietet, ne? Hier ist immer noch was frei, leider. Naja, kriegen wir schon hin. Irgendwann wohnen die hier schon. So, das ist ein bisschen die stupide, stumpfe Arbeit hier.
Aber das muss gemacht werden. Hilft ja alles nicht. Wir müssen vielleicht mal dann gleich nochmal abchecken, ob unten alles noch am Start ist. Mit Strom und so. So. Fernseher. Ich würde mir manchmal... Oh. Ich würde mir manchmal so einen Knopf wünschen, wo man draufdrückt und der dann alles damit ausstatten möchte. Für eine gewisse Endsumme. Könnte man das ja mal machen. So, hier drüben noch und dann fertig. Ich halte die ganze Zeit die Maus gedrückt, deswegen ist es so langsam, das Ding hier, ne? Oh, siehst du wohl, haben wir jetzt alles? Wasser? Gas. Ströme liegen überall. Teflon haben sie alle. Fernseher haben sie alle. Ehre. So, fast ausgebaut, diese Etage hier. Mega cool. So. Na dann, schauen wir doch mal. So. 14.000 Renovierung. Alter Vater, warte mal, aber wir können hier echt keine weiteren Büros mehr bauen, ne? Ist echt schade eigentlich. Wenn wir hier jetzt aber Mieter einziehen lassen, dann brauchen wir wahrscheinlich wieder Schallschutztüren, oder? Sonst heulen die rum, der Fahrstuhl ist so laut und wir haben den ganzen Abfall vergessen. Ach, ei der Daus. Was ist denn? Hier ist voll. Warum ist denn da voll? Hier drüben ist er noch einer. Ist doch egal. So, jetzt aber. Hier drüben nochmal. Das ist halt echt scheiße. Wir haben halt doppelte Ausgaben, ne? Also Unterhaltskosten ist echt nicht cool. So, Schallschutz. Falsch. Wieder falsch. Jetzt will mein Fettfinger. Mann, ja. So, jetzt aber. Apartments. Das geht bis da. Das geht bis da. Das passt. Wunderbar. Machen wir doch erstmal so. Und das passt nicht. Das ist schlecht. Na, das passt auch nicht. Nö. Och, Mann. Oha. Nein. Hä? Fett? Muss ich nicht verstehen. Okay. Oh. Könnten wir theoretisch machen. Hieß ja nichts weiter. Also eigentlich, ne? Wäre das ja wirklich machbar. Ah, es passt. Perfekt. Ehre. So, dann machen wir hier mal voll, oder? Das höchste, was geht. Oh ja. Und wir werden wieder extrem viel von allen brauchen. Was fehlt denn hier eigentlich immer? Ein Gemeinschaftsraum. Einzimmerfamilienwohnung. Aber welche Familie zieht in eine Einzimmerwohnung? Soll denn der Quatsch? Oh, Familie Maisonette. Flora Design Service haben wir nicht. Aber das. Und das. Und das. So. Oh, direkt bezogen. Guck mal. Hammer. Okay. Ich hoffe, das läuft, ey. Weil eigentlich haben sie alles. Die können hier was zu fressen holen. Die können hier inkurven. Die haben Fahrstuhl, die können hier theoretisch arbeiten, die brauchen die Hütte nicht verlassen. Die können hier Urlaub machen, ne, im Hotel. Die können unten im Casino die ganze Kohle auf den Kopf kloppen, die können wir mit der Eisenbahn Ausflug machen. Eigentlich haben sie alles, was sie wollen. Die haben Weihnachtsbaum, können sich Autos anschauen. Die können hier voll krass zum Konzert, hier ist alles am Start. Ach, wie schön.
Zum Keller Chinesen. Überall können sie hin. Mega. So, wir werden wahrscheinlich gleich massiv Probleme kriegen. Guck mal hier. Schön. Die hören Radio. Aha, 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 aha. Einzelbetten, Schlafzimmer, Küche, Wohnzimmer. Cool eigentlich. Eigentlich cool. Doch, wirklich cool. Und zwei Wohnungseingänge. Oben und unten. Schöne Dinger. Oh, guck mal, die sind fast alle bezogen. Außer die, die will keiner haben. Hier hängt ein Auto dran. Da auch. Hier sind immer noch nicht alle Wohnungen bezogen. Das ist sehr schade eigentlich. Was wollen wir bürotechnisch? Wollen wir mal kleine Büros drin machen? Ich will mal gucken, wie das ausgeht hier. Ob das vernünftig passt. Natürlich nicht. Mann. Nee. Warte mal. So ein Ding. Und dann kommen hier noch mehr Büros rein. Von die kleinen. Einfach, weil wir können. So. Ist mir eigentlich auch einnahmetechnisch egal, weil wir haben hier noch Kohle. Wir stopfen einfach Mieter rein. Wie sie kommen, wie das geht, ist mir wurscht. Zahlen tun sie trotzdem alle, von daher. Speichern! Hallo? Aha. Ja, ja, mach mal hier voll. Ah, die Anwälte zahlen schon gut, ne? Aber die Versicherungen sind halt sehr genügsam mit dem, was sie haben. Kreative Büros. So. Mal gucken, ob die sich halten. Wäre natürlich cool. Warte mal, ich wollte gucken, ob wir hier versorgungstechnisch gut aufgestellt sind. Mit den Strom. Na, 1850. Schon eine Zahl, also im Vergleich zum Anfang, ne? Wasser stabil. Hier irgendwo ein Fernseh? Hallo? Fernseh? Hallo? Da. Jo. Guck mal. Es fehlt wieder an allem. Das ist doch geil. So, was wollt ihr? Ah, Sicherheitsbüro, Leute. Wollen wir das nach hier oben bauen? Eigentlich wollte ich es ja nicht, weil ich wollte hier Büroflächen vermieten, aber hilft ja nun mal nicht. So, die wollte ich aber einen Klempner und so den ganzen Quatsch, ne? Den müssen wir nach dem Keller bauen. Alter, der Weg wird immer länger. Vor allem der Keller ist gleich wieder voll hier. Oh Gott, wenn ich mir das hier so anschaue, ne? Wie, nur Klempner? Nee, hier muss doch noch mehr fehlen. Hier, eine Schneiderei fehlt. Für die Edlen. Dann brauchen wir Professional Trainer. So. Also ein Fitnessstudio quasi. Der Rest ist eigentlich stabil. So, was hier noch los? Geht eigentlich. Im Hotel läuft's auch. Na dann Abfahrt. Alter, gib mal dieser Menschenstrom. Alter Vater, als wenn was umsonst hier Bananen oder so. So, die Hütte steht, alles geht. Mega. Guck mal, so viele Mieter haben wir ja nicht. Wir haben hier so ein paar Mietwohnungen, ne? Hier so in dem Bereich hier. Die hier. Das heißt ein paar, sind schon nicht gerade wenig, aber warte mal. Mal nochmal schnell Renovierungsaufträge raushauen für 8000. Dann haben wir hier Hotels ohne Ende. Die schieben auch ordentlich Kohle rein. 92.000, es wird einfach mehr und mehr. Wir sind fast bei einer Million. Dann haben wir hier richtig Büro. Dann haben wir hier ordentlich, hier ist ein schöner Mieterblock, wo noch lange nicht alle Mietwohnungen bezogen sind, was sehr schade ist. Guck mal, die verfallen schon, obwohl da noch nicht mehr einer drin wohnt. Das ist doch scheiße. So. Hier oben, die dicken Dinger, die sind schon bewohnt, ne? Das ist krass. So, wie viele Etagen haben wir noch? 4! Da hab ich was vor, Leute. Und zwar wie viel kriegen wir davon hier hin? Ja, wir probieren. Wir machen mal so Sachen.
hoffe, dass es geht. Wir müssen gucken. Also wenn es gut. Ey! Och nö. Minus eine Restaurante. Das ist aber nicht schön. Naja, räum das da mal weg, dann kommt da gleich die nächste rein. Das wart nicht. Das wart auch nicht. Das wart auch nicht. Das wart auch nicht. Das wart. So. Mhm. Ja. Der Inder. Neben Franzose. Richtig? Jo. Machen wir einfach. So, fertig. Ziel ist nicht erreichbar. Ja, ja, ich weiß. Wir brauchen einen Fahrstuhl. Den. So, höher können wir nicht bauen, ne? Wir sind am Ende der Fahnenstange angekommen. Naja, gut. So, dann bauen wir fertig da. Ströme. Wir machen mal voll, ne? Mit Telefon natürlich, ist ja klar. Die wird wunderbar. So, ich hoffe, die ganze Geschichte funktioniert, wie ich mir das gedacht habe. Wäre natürlich cool. Extrem cool. Jetzt denke ich mir, wir hätten damit schon viel eher anfangen müssen. Oder mehr Bauplatz nach oben haben müssen, theoretisch. Gut, haben wir aber nicht. Man kann nämlich ganz am Anfang auswählen, wie groß denn der Bauplatz sein soll. Jetzt weiß ich aber gar nicht, ob man über 100 Etagen hinauskommt oder nicht. Ich habe nämlich jetzt genau diesen Spielstand gestartet und keinen anderen für den Vergleich. Wir brauchen hier oben nochmal eine Etage drauf. Hab da so Dinge vor. Wir machen hier auch voll, komm. So. Fahrstuhl und Strom. Ich hab das Gefühl, wir sind hier nur am Strom und Wasser verlegen. So, theoretisch kannst du halt auch die komplette Baufläche voll machen, ne? Du kannst hier überall, du kannst hier einen dicken, fetten Holzklotz oder Hausklotz mehr oder weniger bauen. Was ist denn jetzt los? Wir haben jetzt irgendwas hingebaut, wo ich die da nicht hinbauen wollte. Sag mal. Ich habe einen Rechtsklick gemacht. Hm. Dass ihr ausgezogen, wer denn? Schon wieder diese Restaurante ist weg. Was ist denn los? Zu viel Konkurrenz oder was? Ich knüppel hier auch so was drin. Ich bin ja da nicht so. So. Und hier machen wir eine hässliche Tapete. So. Und ein Wasserspender. Ein Kaffee. Das. Und ein Essenstand. Und hier haben wir keinen. Dann holen wir uns was. Wenn ihr nicht wollt, dann habt ihr Pech. So, die bauen hier fleißig aus. Wir waren ja am Strom verlegen, richtig? Ja. Haben wir fertig. Telefon. Sag mal, wird hier der Müll ja nicht abgeholt? Vor allem, warum ist die Mülltonne voll? Was hast du denn für ein Problem, Junge? Außerdem ein Recycling-Sammelraum im Keller. Dieser Recycling kann... Oh, ist der Müll echt voll? Da müssen wir nochmal nach dem Keller drin rein, kurz. Und gucken, dass wir hier nochmal... Klempner. Wir brauchen Klempner! Und einen Waschsalon. Alter. So, was ist hier noch Phase? Reinigungsservice. So, der Keller ist gleich wieder voll. Mann, Leute. Und der Rest geht aber. Was ist hier noch? Was ist hier noch? Was ist hier noch? Was braucht ihr? Braucht ihr was? Ist hier alles klar? Nö. Aktenablage. Ach. Oh, passt da perfekt hin. Ich liebe es. Nö, der Rest ist fit. Alles klar.
Die Hütte läuft. Wir sind bei 104.000 und bei über 1 Million auf dem Konto. Mega. Also die Hütte hier, die läuft wie verrückt. Wir haben immer noch keinen Abfall gerade im Keller gebaut, ne? Ja, verdammt. Fernseh. Ob sie brauchen, weiß ich nicht. Wir bauen aber trotzdem rein. Tschüss. So, wer hat sich hier verabscheut? Das nächste Restaurant, weil wir oben zu viel Konkurrenz haben wahrscheinlich, oder? Kann das sein? Hier waren Italiener drin. Dann machen wir hier einen Chinesen. Und hier... So, einfach irgendwo drin, ist ja wurscht. Das ist reinste Eco hier, ne? Nur Versorgung für Büros und bla. Und was ist denn hier? Habt ihr schlechte Laune oder was? Waschsalon benötigt. Konnten gestern unseren Recyclingabfall nicht entsorgen. Diese Etage braucht mehr Recyclingbehälter. Ey! Wird nicht leer gemacht. Ist jetzt echt voll im Keller. Hör mal auf jetzt. Ha! Hilfe. Nee, Abfall, 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 Abfall. Das. Und das noch. Wo denn? Da. Hier ist noch Platz. Ist hier hinten noch Platz dafür? Negativ. Dann machen wir davon noch einen. Und dann machen wir davon noch einen. So. Oh, oh. Wer ist denn jetzt gegangen? Oh. Der war hier Dings hier, oder? Wartet nicht. Das war sowas auch nicht. Wartet ein Laden? Mal auf. Nein. Nee. Eine Restaurante wartet, oder? Nee, hallo. Aber was war denn hier drin? Sag mal. Nee. 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 Und das war auch nicht. Normale Dings war das nicht. Das war das nicht. Da war ja doch ein Büro drin. Nee, passt ja nicht. Hä? Was waren hier drin? Hilfe! Leute, ihr müsst mir helfen. Miep. Eine gute Frage. Na hier, Mieter waren hier nicht drin. Da war hier so weit. Ich glaube, das war so, ne? Das macht am meisten Sinn eigentlich. So, läuft schon. Passt schon. Mir wurscht. Warum wird das hier nicht leer gemacht, sag mal? Eiter daus. Die Müllmänner kommen hier nicht klar, ne? So richtig. Macht den Mist hier leer, Leute. Seht zu. Ach, wisst ihr was? Wir hauen das hier raus und bauen hier auch nochmal Abfall rein. Vielleicht liegt es ja daran. Ich denke zwar nicht, aber hey. Ein Energiezähler ist kaputt. Das ist schlecht. So. Aber haben wir alle Strom, ne? Da haben wir Gott sei Dank Überproduktion. Das ist mega cool. Ich wollte diese und diese nicht. Oder doch. Und diese. Oh. Ich habe Ideen. Ja. So. Passt leider nicht, weil wir müssen das so machen. Wieso geht denn? Geht doch. Bist du doof? So. Flora Design Service. Yoga Service. Könnten wir hier machen. Wollen wir das mal machen? Ein Waschsalon. So. Ist ja eigentlich wurscht, oder? So, Yoga-Service passt hier nicht mehr. Machen wir nach da. Dann brauchen die oder wollen die
Warte mal, wo ist denn das hier? Blumenarrangement ist doch Flora Service, oder? So, Flora Design Service. Yoga, Müllsammeldienste, Recycling-Sammeldienste. Ah, klar. Nein, das haben die hier oben ja nicht, ne? Das ist jetzt echt schlecht. Das gefällt mir nicht. Die werden wieder ausziehen und rummeckern. Ah, ich krieg hier den Anfall. Das ist echt nicht gut. Warte mal. Ich hol den mal weg. Ja. Abfall. So und so. Okay. Das ist ein bisschen kleiner. Gemeinschaftsräume mindestens. Hör doch auf. So, pass mal auf. Gemeinschaftsraum, ja? Gemeinschaftsraum. So. Aber jetzt. Aber jetzt. Aber doll jetzt. Aber jetzt hier so. Das hier so. Naja, beim ersten Mal. Hier doch. So, hier. Müllsammeldienste ist doch da. Los. Und schönes Penthouse, oder? Geil. Was machen wir hier oben rein? Passt hier sowas? Ja, passt. Das. Dann machen wir hier so. Und dann kommt hier eine Pflanze. Wir nehmen diese. So. Okay. Bipapupap. Würde gehen. Machen wir hier Schallschutztüren rein. So. Hier. Finanzdienstleistung. Dann machen wir ein Loft auf 2 Etagen. So, wer zieht denn hier alles aus? Was ist denn hier schon wieder los? Oh. Was war denn hier? War hier was? Restaurants ziehen aus. Oh, aber warum? Der Kellerchinese ist weg. Nein! Hier, Chinese, da. Sag mal, wo will er denn hin? Ist der verrückt? So, und hier machen wir schön Fisch, dass es überall stinkt. So, genau. Was ist denn hier mit dem Abfall los, Leute? Oder ist hier gerade so eine komische Kampagne in der Stadt, dass das alles nicht geht, weil das nicht geht? Ha. Abfall ist gerade so ein Ding, ne? Gerade nicht so cool. Alter, hier. Oh, mit Bäumchen. Tada. So, Leute, das war doch. Beim nächsten Mal müssen wir gucken, dass wir hier drüben noch klarkommen. Wird schön. Ich hab noch was vor. Mal gucken, ob das klappt. Bis dahin, macht keinen Quatsch. Rein hauen.